Ja, ich stehe hier an einer ganz prominenten Adresse zwischen der Staatsoper und zwischen dem Hotel Sacher. Dort, wo sich normalerweise Kulturinteressierte, da wo sich Kaffeehausgenießerinnen die Klinke in die Hand drücken, hat sich tatsächlich in den 60er Jahren eine Tragödie ereignet. Davon schildert uns der Zeitzeuge Rudolf Gelbart, der selbst 1930 geboren, in die Fänge des Nationalsozialismus als 12-Jähriger geriet und nach Theresienstadt deportiert wurde. Er hat in den 60er Jahren miterlebt, wie der Professor an der Hochschule für Welthandel, Taras Borodajkowitsch, sich mit nationalsozialistischen bzw. deutschnationalen und vor allem antisemitischen Äußerungen von sich bekannt machte. Und daraufhin gab es Demonstrationen. Und die haben sich am 31. März 1965 hier getroffen. Auf der einen Seite die Gegner des Taras Borodajkowitsch, auf der anderen Seite die Befürworter, zum Teil Konservative, zum Teil rechtsgerichtete Burschenschaften. Und es kam zu Zusammenstößen und auch zu Raufhandel. Und tatsächlich hat Gunter Kümmel, einer der Befürworter des Taras Borodajkowitsch, hier einen ehemaligen Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger niedergeschlagen, der daraufhin seinen Verletzungen erlegen ist. Eines der ersten politischen Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg in der Zweiten Republik. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, dann bucht doch bitte eine Tour, zum Beispiel Was ist Österreich, unter www.denkmalwien.at.